Hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen ja zu diesem Video. Ja, im heutigen Video geht es um das Thema Karriere im Vertrieb, ja, Karriere im Network Marketing machen. Und ja, Vertrieb und Network Marketing ist, ja, ich sage immer so, Fluch und Segen zugleich. Warum? Möchte ich dir gerne in diesem Video ja, ein paar Gedanken mit dir teilen und möchte gern ja, dir ein paar Punkte mit auf den Weg geben, beziehungsweise dir einen Überblick geben, dass du für dich, wenn du jetzt vor der Frage stehst, starte ich eine Karriere im Vertrieb oder im Network Marketing, dass du für dich dann einen Überblick bekommst, dass du weißt, was ja denn tatsächlich dann auch auf dich wartet. Weil häufig ist es ja so, man sieht immer so die schönen Bilder, die Promo-Videos, ja, und ja, aber der Arbeitsalltag von jemandem im Vertrieb oder ja, von einem Networker ist nicht der, dass du nur in der Hängematte liegst, Cocktail schlürfst, sondern bis du ja an so eine Stelle kommst, musst du natürlich auch ein bisschen was geleistet haben und da steckt natürlich dann auch harte Arbeit dahinter. Und ich habe mal irgendwo einen Satz gelesen, ich glaube 8% der, es sind nur 8% der Eltern, ja, die würden ihren Kindern eine Karriere im Vertrieb empfehlen. Das heißt, die restlichen 92 würden das dann nicht machen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Zahl stimmt, ob sie nicht stimmt. Das spielt auch gar keine Rolle. Was ich eigentlich einfach nur möchte hier, ja, dir einen, wie gesagt, einen Überblick geben, ja, was tatsächlich im Vertrieb ja, auf dich wartet. So, und dazu eine ganz kurze Sache. Ich habe ja eben gesagt, Vertrieb oder Network Marketing ist Fluch und Segen zugleich. Nicht, weil, ja, also für ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Aber es ist natürlich auf der einen Seite so, wer im Vertrieb starten möchte oder wer im Network Marketing starten möchte, hat ja kaum eine Einstiegshürde. Das heißt, du kannst mit so gut wie keinen Vorkenntnissen loslegen. Ja, das ist auf der anderen Seite eine Riesenchance, weil es mir zum Beispiel persönlich vor 15 Jahren die Möglichkeit gegeben hat, ja, aus meinem Industriemechaniker-Job quasi zu entfliehen, wenn man das so will, und nochmal meinen beruflichen Werdegang komplett neu zu ordnen. Auf der anderen Seite ist es aber auch, halt ich sag mal, ein Fluch zugleich, weil die Einstiegshürden halt teilweise so niedrig sind, dass ja, viele Menschen das einfach probieren, beziehungsweise dass es Vertrieb oder Network Marketing halt eben halt auch Menschen anzieht, für die das Ganze nicht gedacht ist. Ja, so, und dann führt das eine natürlich zum anderen. Das heißt, wenn man natürlich Menschen auch anzieht, die, ich sag mal, jetzt für das Berufsbild nicht unbedingt die besten Voraussetzungen mitbringen, obwohl es jeder lernen kann, wohlgemerkt, dann ja, zeichnet sich das dann auch darin wieder. Das ist aber keine Sache, die jetzt nur Network Marketing oder Vertrieb hat, sondern das findest du in jedem anderen Branchen auch, ja. Es gibt dann Menschen, die nehmen sich was vor, die sagen, jawohl, ich will eine Karriere im Vertrieb machen und dann starten die meisten nie, beziehungsweise beginnen und hören dann nach kurzer Zeit wieder auf. Das ist wie immer, jemand, den ich sehr schätze, der sagt immer, du, das ist wie im Fitnessstudio, ja, da ist am Januar, am 1., 2. Januar geht es dann los, da ist das Fitnessstudio brechend voll und am Ende vom Januar ist, ja, ist das Fitnessstudio wieder so leer wie vorher, ne? Und das ist, ja, und das kann man auch ein bisschen in den Vertrieb, in Network Marketing übertragen. Und ich kann dir das auch belegen. Und dazu, ich habe vor kurzem oder schon etwas länger her einen Blogartikel geschrieben, da ging es um den Verdienst im Network Marketing. Und da siehst du genau, ja, und da siehst du genau eben, dass es sich das auch halt im, ja, im Verdienst dann widerspiegelt. Und das, ich zeige dir das gerne mal. Ich werde dann auch diesen Beitrag unterhalb des Videos dann verlinken. Und zwar habe ich hier einfach mal geschaut, Mensch, was wird denn so in der Branche verdient? Ich bin dann einfach willkürlich hergegangen und habe mir mal so ein paar Firmen rausgegriffen. Ja, ich hätte aber auch andere Firmen nehmen können. Habe einfach mal geschaut, Mensch, wie ist denn so die Spanne im Verdienst, ja? Und habe das dann mal hier so in diesem Blogartikel einfach ja, mit meinen Lesern dann dementsprechend geteilt und habe dann eben festgestellt, dass im Network Marketing nur etwa 1-3% Topverdiener gibt, ja, und dann gibt es ganz wenige, so 3-10% Besserverdiener und der Rest, also so in etwa 80% oder mehr, ist dann ja, Durchschnitts- und Geringverdiener. Das heißt, ja, diese Menschen verdienen kaum nennenswerte Einkommen. So.
Und dann bin ich einfach mal hergegangen, habe geschaut, was gibt es denn so für Möglichkeiten, ne? Und jetzt gibt es natürlich tolle, es gibt natürlich tolle Einkommen, die du nachlesen kannst im Internet. Und das ist einfach das, was Vertrieb, was Network Marketing einfach auch möglich macht für diejenigen, die die Chance sehen und die auch ergreifen wollen mit allem, was dazugehört. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber auch, ich sag mal, diejenigen, die konzentrieren sich dann eher so auf das Negative und verdienen dann dementsprechend halt auch weniger und sind einfach auch nicht bereit, die Dinge dann umzusetzen, beziehungsweise möchten sie nicht umsetzen. Und das ist auch so die Erfahrung, die ich mache. Es stellt sich für mich nicht die Frage, ob Network Marketing funktioniert oder nicht. Es ist ganz klar, dass Network Marketing funktioniert. Da sehe ich ja auch bei meinen Teampartnern, die akribisch arbeiten, die fleißig dranbleiben, ja, das siehst du dann natürlich auch, dass es vorangeht, dass es Ergebnisse gibt, ja, und so ist es bei mir natürlich auch. Und dann gibt es aber auch Menschen, die fangen an, ja, beziehungsweise die kommen gar nicht so richtig zum Anfang, sondern die möchten anfangen, ja, schreiben sich dann vielleicht in ein Unternehmen ein, machen dann ein bisschen was, wenn überhaupt, und werfen dann das Handtuch, weil eben halt die Erwartungshaltung, mit der man eigentlich in das Thema reingegangen ist, nicht erfüllt wurde. Und deswegen möchte ich hier das Video machen. Du siehst also auch, egal welches Unternehmen ich nehme, du hast hier ja 88% zum Beispiel Menschen auf der, ich sag mal, auf der ersten Karrierestufe dieses Unternehmens. Ja, der Durchschnittsverdienst liegt hier bei 4 $, wohlgemerkt im Jahr, ne? Aber es geht jetzt nicht ums Unternehmen. Das könnte auch, wie gesagt, du kannst das austauschen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Top-Verdiener. Das ist weniger als 0,1% aller Vertriebspartner, die dann halt einen Durchschnitt von hier 1.538.000 $ haben, ja, im Jahr. So, und da siehst du auch schon mal die Bandbreite und du siehst, ja, wie weit da die Welten oft auseinanderklaffen. Jetzt kann man natürlich sagen, hat der ein oder andere Glück gehabt. Nun ja, vielleicht gehört ein bisschen Glück auch immer dazu. Aber ich sage immer, Glück hat der, der tüchtig ist, und früher oder später wird sich dann das Glück dann auch dementsprechend einstellen. Ja, also wir könnten da jetzt verschiedene Beispiele durchgehen. Auch hier siehst du, das monatliche Durchschnittseinkommen, das reicht von $37 bis, jetzt muss ich kurz gucken, $37.000, ja. Die Jahreseinkommen von $444 bis $45.000. Und du siehst auch hier dahinter auch die prozentuale Verteilung. Dann siehst du hier 11,51% zu 0,21%. Ja, also was ich damit sagen will, das ist die Quintessenz daraus. Du kannst ja im Vertrieb und im Network Marketing richtig Karriere machen, auch finanziell, wenn das für dich ein Thema ist. Ja, weil nicht jeder möchte ja einfach auch mehr verdienen, sondern es gibt ja auch schon viele Menschen, die gutes Einkommen verdienen, aber das vielleicht gerne weiter behalten möchten mit weniger Zeitaufwand, um mehr Zeit für die Dinge zu haben, wo sie halt sonst ihre Interessen sehen oder ihre Schwerpunkte sehen. Und das ist natürlich völlig in Ordnung. Und das ist einfach im Network Marketing oder im Vertrieb, zumindest wenn du es auf selbstständiger Basis machst, hast du halt diese Möglichkeiten. Ja, du hast halt die freie Zeiteinteilung. Du wirst nicht nach Zeiteinsatz bezahlt, sondern nach Ergebnis bezahlt. Und das ist genau das Thema. Und jetzt einfach mal kurz einen Überblick über das, was du für dich so mitbringen solltest, wenn du dich für eine Karriere im Vertrieb oder im Network Marketing entscheidest, ja. Es ist weniger das Fachliche und auch das, natürlich solltest du Spaß am Verkauf haben, du solltest am Spaß im Umgang mit anderen Menschen haben, du solltest aber auch eine hohe Frustrationstoleranz haben, weil du wirst, egal wie gut deine Produkte sind, egal wie gut dein Unternehmen ist, egal wie du selbst bist, du wirst immer wieder Menschen, oder du wirst mehr, du wirst auf mehr Menschen treffen, die Nein sagen zu dem, was du tust, als Menschen, die Ja sagen zu dem, was du tust. Und das musst du halt einfach für dich abhaben können. Und alles andere, ja, also im Prinzip den ganzen Vorgang, wie das Geschäft funktioniert, wie du verkaufst, das sind Vorgänge, die du erlernen kannst. Also darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es geht vielmehr um das, was sich zwischen den beiden Ohren, abspielt. Und deshalb musst du ein paar Punkte einfach für dich mitbringen. Und das habe ich dir ebenfalls in einem Blogpost mal zusammengefasst. Ich habe da meine wichtigsten Erkenntnisse oder Erfahrungen im Network Marketing
einfach mal aufgeschrieben, würde ich auch gerne mit dir teilen, ja. Und du siehst schon, es sind viel, viel mehr Einstellungsthemen, die von deiner Persönlichkeit raus herkommen, an denen man oder wo die Voraussetzungen eigentlich mitzubringen sind. Ja, das ist Fleiß, das ist Beharrlichkeit, geduldig mit dir und anderen Menschen sein, weil Erfolg kommt auch nicht immer über Nacht, sondern da musst du halt schon auch mal eine Weile dranbleiben. Die Lernbereitschaft, ja, deine Persönlichkeit weiterentwickeln, aber auch deine Fähigkeiten in Bezug Verkauf weiterentwickeln, auch im Network Marketing. Du solltest vor allen Dingen coachbar sein. Das heißt, wenn du heute in einem Network Marketing Unternehmen anfängst, dann auch die Dinge umsetzen, die dir erfolgreiche Partner eben halt auch vorleben. Ja, es geht um Eigenverantwortung. Ja, sich bewusst zu sein, dass alles, was du tust, du machst es nicht für den Sponsor, für die Upline, sondern alles, was du tust, machst du für dich. Ne? Du brauchst aber auch klare Ziele, weil nur wenn du Ziele hast, dann wirst du auch irgendwo einen inneren Antrieb für dich finden, um Gas zu geben, ja, und dran zu bleiben. Das ist Ausdauer, Kontinuität, Fokussierung auf eine Sache, ja. Fehler erkennen, Fehler abstellen, ein bisschen analytisches Denken kann da nicht schaden. Und für dich selbst einfach so ein eigenes, klares Bild haben, wo du hin willst. Und was dann natürlich auf keinen Fall fehlen darf, ist die Kontaktfähigkeit, ja. Lust haben, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und insgesamt halt einfach eine Persönlichkeit zu werden, die den Anforderungen des Vertriebs gerecht wird, ja, oder den Anforderungen von Network Marketing gerecht wird. Das heißt, anderen Menschen in verschiedenen Situationen dabei zu unterstützen, sie zu entwickeln, dabei aber auch Geduld mitzubringen, ja. Auch den Spagat zwischen Unternehmenszielen, deinen eigenen Zielen und den Zielen deiner Partner irgendwo in Balance und Einklang zu bringen. Weil gerade im Network Marketing ist es so, wenn du das Vertriebsmodell nimmst und Geschäftsaufbau betreibst mit oder ein Vertriebspartnernetzwerk aufbaust, dann kannst du im Prinzip nur erfolgreich werden, indem du andere Menschen erfolgreich machst. Ja? Weil nur wenn du anderen dabei hilfst, dass sie ihre Ziele erreichen, erst dann, ja, wirst du ja auch dran verdienen, weil wenn jemand keine Umsätze tätigt, ja, weil er vielleicht alleingelassen wird oder wie auch immer, dann wirst du schlussendlich oder dann wird im Prinzip der Networker an sich schlussendlich dann auch kein Geld verdienen. Und deswegen ist das auf der einen Seite für mich eines der fairsten Systeme der Welt, weil du anderen hilfst, ihre Ziele zu erreichen und zum anderen aber auch dann selbst davon profitierst. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, nicht jeder ist halt bereit oder ist gerade an einem Punkt in dem Leben, wo er die Bereitschaft entwickelt, an sich selbst zu arbeiten, eben halt diese Tugenden, wenn man so will, ja, mitzubringen. Und sicherlich, das Ganze ist jetzt auch nicht als vollständig zu sehen, ja. Also das sind einfach so die Punkte, die ich für sehr, sehr wichtig halte, ja. Man kann die sicherlich auch noch ergänzen. Darum geht es aber gar nicht. Wichtig ist einfach, alles, was, ich sag mal, den Job an sich betrifft, ja, den Beruf, das Berufsbild an sich, das ist erlernbar. Was man natürlich nie jemandem antrainieren kann, ist der eigene innere Antrieb, die eigenen Gründe, ja, für sich herauszufinden, um dann eben halt loszulegen und voller Begeisterung dran zu bleiben. Okay, ich möchte das Video jetzt aber auch nicht zu lang machen. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen einen Einblick gewähren, ja, und so ein bisschen auch die Erwartungshaltung ein Stück weit ins rechte Licht rücken. Und wenn dem so war, dann freue ich mich, wenn mir das heute gelungen ist. Ich wünsche dir ja einen wunderschönen Tag. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du die Sache ja mit deinem Netzwerk teilst, wenn du der Sache einen Daumen hoch gibst und wenn du jetzt Lust hast, eine Karriere im Vertrieb, im Network Marketing zu starten, wenn du da auf der Suche bist nach einer guten Möglichkeit, nach einem seriösen Unternehmen, dann findest du unterhalb des Videos einen Link, kannst du draufklicken. Ich stelle auch natürlich diese Links nochmal hier zur Verfügung zum Nachlesen. Und dort kannst du dir dann absolut kostenlos und unverbindlich erstmal weitere Informationen anfordern und bekommst natürlich dann auch die Gelegenheit, beziehungsweise wirst dann natürlich auch darüber informiert, wie du dann mit uns in Kontakt treten kannst. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Hab viel Spaß, ich wünsche dir viel Erfolg und ja, ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.